Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, trotz schwacher Wall Street gelang es dem DAX am Freitag mit einem Plus von knapp 0,4% aus dem Handel zu gehen. Damit summiert sich das Wochenplus auf insgesamt 2,3%. Und am vergangenen Mittwoch, da schrammte der DAX ja nur hauchdünn an der 13.000-Punkte-Marke vorbei. Blicken wir jetzt mal direkt nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, wie könnte der DAX nun in die neue Woche starten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Ja, die 13.000er-Marke, du hast es gerade angesprochen. Letzte Woche hat es der DAX versucht, ist nur sehr, sehr knapp dran gescheitert. Und ob er jetzt den Anlauf wieder wagt in dieser Woche, da hängt natürlich auch sehr viel davon ab, was jetzt beim EU-Sondergipfel rauskommt. Man ist ja immer noch am Verhandeln, beziehungsweise heute Nachmittag geht es weiter. Es ist ein zähes Ringen um das milliardenschwere Hilfspaket. Und da ist man natürlich sehr, sehr aufmerksam am Markt, denn einiges davon ist ja schon mehr oder weniger eingepreist. Wir hatten ja zuletzt eben auch sehr, sehr gut gelaufen. Märkte. Du hast es gesagt, der DAX hat alleine in der vergangenen Woche 2,3% zugelegt. Für den Start sieht es nicht danach aus, als würde er die runde Marke direkt angreifen. Im Moment sieht es nach einem kleinen Plus bzw. einem fast unveränderten Handelsstart aus. Gemischte Vorgaben aus Asien, deutlich im Plus der Shanghai Composite, kleines Plus beim Hang Seng, leichtes Minus beim Nikkei. Wir haben heute schon Daten gesehen vom Außenhandel aus Japan. Ja, und du hast gesagt, ein bisschen Schwächeanfall beim Dow vom Wochenende. Auf Wochensicht war es aber auch an der Wall Street eine solide Handelswoche. Ein bisschen enttäuscht hat die Verbraucherstimmung. Also wir gucken in dieser Woche natürlich bei uns auf den EU-Gipfel ganz besonders. Ansonsten gucken wir natürlich auf die Neuinfektionszahlen bei Corona und die Spannungen zwischen den USA und China. Die darf man natürlich auch nicht vergessen. Auch da sind wir weiterhin gespannt, aber dürfte erstmal ein relativ unbewegter Start werden heute. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag und die Handelswoche folgt an dieser Stelle unsere Marktidee. Heute ist dies Netflix. Die Aktie des Videostreaming-Anbieters, die hatte im Juni 2018 mal einen Rekordhoch markiert und war anschließend dann in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen. Seit September vergangenen Jahres dominieren die Bullen aber wieder das Kursgeschehen. Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch im April, da generierte der Wert schließlich ein langfristig bedeutsames Anschlusskaufsignal. In Reaktion auf die Vorlage der Quartalszahlen letzte Woche, da rutschte der Kurs am vergangenen Freitag auf ein neues Korrekturtief. Wo dieses liegt und wie es weitergehen könnte, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse und die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, schönen Handelstag. Tschüss und auf Wiedersehen.